Das war für uns ein riesiger Kraftakt, 30 Jahre lang Planung und Bau. Wir haben zunächst natürlich dann auch Unterbrechungen gehabt durch die Verkehrsprojekte der Expo 2000. Die Finanzkrise kam und wir mussten dann auch in Abhängigkeit von der Ortsumgehung B3 planen und bauen. Die IME musste verlegt werden um ein paar Meter, eine neue Brücke für die B3 musste entstehen und dann haben wir letztendlich dann auch hier diese Strecke bauen dürfen. Erst die ganzen Kanalbauarbeiten, die Leitungsbau und dann die Verkehrsanlagen. Und deswegen hat es 30 Jahre gedauert. Tag für die Östra, 3,3 Kilometer Streckenverlängerung, 6 neue Haltestellen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir hier fahren können, dass wir die nächste Umlandkommune an Stadtbahnnetz anschließen. Und es ist für uns wirklich ein bewegender, ein wirklich wichtiger Augenblick. Die Stadtbahnverlängerung ist ein Riesengewinn für die Mobilität in der gesamten Region Hannover. Viele tausend Menschen werden davon profitieren, dass sie jetzt ganz schnell von Hemming in die Landeshauptstadt kommen, aber natürlich auch von der Landeshauptstadt hier nach Hemming. Ich glaube, das entlastet auch den Autoverkehr und wird dazu führen, dass wir möglicherweise ein bisschen weniger Stau haben in der Region Hannover. Und ich freue mich einfach. Das ist ein großartiger Tag und wir wollen mehr Menschen für den öffentlichen Nahverkehr gewinnen. Und das trägt hier heute dazu bei. Hier in Hemmingen zur Einweihung der Bahnlinie 13. Vielen Dank. Von meiner Seite an alle Beteiligten. Wir sind letztendlich die Nutznießer dieses Projektes. Wir dürfen hier fahren. Wir dürfen Sie befördern. Ich sehe lauter strahlende Gesichter. Wir freuen uns wahnsinnig, weil auch wir finden neue Strecken toll. Auch zum Fahren macht es Spaß, auch Abwechslung. Aber es ist schon wirklich echt eine Herausforderung, jeden Tag Fahrzeuge zu stellen. Das ist eine echte Aufgabe für uns. Wir kriegen sie gewuppt. Und hoffen, dass in Zukunft auch genauso super weiterläuft. Ja, es gibt zum einen eine Stadtbahnlinie, die alle 10 Minuten nach Hannover fährt. Wir haben eben auch bis spät in die Nacht dann hier einen Verkehr, wo Menschen schnell nach Hannover kommen, wo auch Menschen aus Hannover hierher kommen. Das ist einerseits toll. Auf der anderen Seite haben wir auch das Busliniennetz hier rund um diese um Hemming verstärkt. Es gibt neue Querverbindungen, etwa von Dören über Hemming nach Wettbergen. Und all das wird dazu beitragen, dass hier in Hemming mehr Angebot im ÖPNV ist und hoffentlich viele Menschen umsteigen.